Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Das letzte Mal ist sie ja leider abgestürzt. Dementsprechend gehe ich jetzt wieder in die Mission rein. Da ich wenig Ahnung habe, ob der direkt so sterben würde. Deshalb knall ich ihn mal ab und tue dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit von mir ablenken. Dementsprechend renne ich auch jetzt hier rum. Weil ich weiß, dass hier eine verkloppt wird. Und dementsprechend kann ich da auch reagieren. Wo ist er? Ich lasse auch die Assassinen vor, weil ganz ehrlich, das ist... Erstens kann die Kleine dann mal sehen, was hier abgeht bei den Assassinen. Und zweitens höre ich hier irgendwo etwas. Eine Flagge. So. Ich muss irgendeinen Gegner anvisieren. Dementsprechend kann ich denen jetzt helfen. Und ich glaube, die gehen nicht auf mich los, dementsprechend... Moment, Moment, Moment. Ah ja, da vorne ist er. Und da vorne ist der Borgia-Hauptmann. Und den tue ich jetzt eigentlich ganz easy mal auf diese Weise hier erledigen. Dammit! Ist er jetzt tot? Nein! Der hat es überlebt. Assassin schwer verletzt. Was passiert? Ach, der hier. Lass meinen Assassin in Ruhe. Ja, ich muss jetzt hier ausnahmsweise mal wirklich rein. Und muss den Leuten helfen, weil die können das gerade im Moment nicht. Ja, was ist? Ich kick dich, ich kick dich. Oh. Ein Assassine wurde getötet. Jetzt falle ich in Rage. Das ist natürlich so irgendwie das Problem. Ach so, ich sehe auch warum. Weil die Assassinen können noch nicht wirklich mit denen hier umgehen, mit den Speerträgern. Dementsprechend ist das jetzt erstmal ein bisschen schwerer. Ah, da ist ja noch einer. Stirb einfach. So, und da sind immer noch Leute. So. Ein Assassinenrekord ist gestorben. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich atme noch und das verdanke ich euch. Meine Kampfkraft gehört euch, wenn ihr sie wollt. Ich meine, das ist ziemlich wurscht, ob jetzt da einer stirbt oder nicht, weil im Grunde es geht darum, da es ist, wird immerhin kein Turm mehr freigeschaltet für die Templer. Und dadurch kann ich den einfach immer und immer wieder rekrutieren. Das ist jetzt nicht so das Schlimme. Ich kann nur einen von beiden nehmen. Und an der Stelle natürlich auch nicht wirklich. Na, das ist jetzt dumm. Ich würde jetzt gerne einen Assassinen da drauf schicken. Dadurch könnte ich... Ich warte jetzt einfach, bis das Signal kommt und dann... Wir würden nicht mal sterben auf dem Weg darunter. Deshalb lass ich die jetzt dadurch killen. Oder auch nicht. Ah doch, sie kommen. Ah. So, jetzt muss ich nur gucken, dass meine Assassinen nicht verrecken, weil, wie gesagt, einer ist jetzt schon tot. Da habe ich jetzt keinen Bock, dass noch einer abkackt. Deshalb gucke ich jetzt, dass ich hier ganz schnell hochkomme. Und dann ist die Sache auch gegessen. Dann können die mir eigentlich kaum noch etwas antun. Beziehungsweise meine Assassinen dann nicht mehr. Na, oh, das ist ein bisschen knapp. Nein! Wow. Ich sollte mich vielleicht doch ein bisschen beeilen. Ja, da hat mich einer gesehen. Ah ja, guckt euch das an. Das ist eine Feder, oder? Das ist doch, glaube ich, eine Feder.
Nee, ist sogar ein Assassin-Ding. Nee, eine Borgia-Flagge. Alter, das gibt's doch echt gerade nicht. Naja. Machen wir das hier mal unentdeckt. Hui! So. Das ist doch ein bisschen schwerer, das hier gerade. Wegen diesem Baum einfach. Das ist dumm irgendwie. Jetzt kletter ich hier einfach einmal drumherum und dann gucke ich, dass ich da hochkomme. Weil im Grunde hatte ich den richtigen Weg, aber ich habe es leider ein bisschen verkackt. Das war mein Problem. Weil ich habe jetzt gesehen, wo ich lang muss. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich da so rüberkomme. Aber da will er nicht wirklich rüber. Dementsprechend muss ich jetzt gucken, dass ich so rüberkomme. Einfach mal so gucken. Ah. So wäre es natürlich auch gegangen. Und zwar einmal so rumspringen. Dann hoch und rüber. So bekommt man das Ding eigentlich ganz einfach. Da müsst ihr eigentlich nur noch gucken, wo ihr euch hier festhalten könnt. Oder auch nicht. Und eieiei. Warum ist der so schwer? So, jetzt bin ich oben. Und so. Ah, 7 Minuten gebraucht, um einen Turm einzunehmen. Geil. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wo ich wirklich war. Da, ich habe nur noch gewusst, dass ich da abgebrochen habe. Und da unten ist einiges zu renovieren. Das ist eigentlich ganz gut. Hat mich da eben einer gesehen? Turmoffensive. Jetzt habe ich alle Türme eingenommen. So, jetzt kann ich in Rage fallen und du bist auch tot. So. Erstmal holen wir uns hier den Schatz. Es wird leider nicht angezeigt, wie viel Schätze man denn schon eingenommen hat von allen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich kaum stelle. Ich glaube, das ist jetzt der 3. Stall oder so. Und da unten ist schon wieder ein Assassinsignal. Ja, eigentlich könnte ich jetzt alle Assassinen so langsam bekommen. Beziehungsweise jetzt ist es erst möglich, dass ich alle Assassinen-Dinger voll bekomme. Wenn der jetzt schon so in der Nähe ist, dann gehe ich auch direkt hin, ganz einfach. Och nö. Du solltest ihn gehen lassen, und zwar sofort! Hä? Okay, cool. Ich habe ihn nicht bekommen. Keinen von denen. Eieiei, da habe ich nicht reagiert. Alter, Alter, eigentlich müsste ich dich jetzt dafür killen. Ich weiß noch nicht, wie das geht, dass man den angreift und gleichzeitig ein Wässer auf einen anderen wirft. Ihr habt dieses Leben gerettet. Bitte, nehmt es und verfahrt damit, wie es euch beliebt. Ich werde es euch mit Schweiß, Blut und Treue danken. Ja, es ist ein bisschen viel gelabert. Du laberst nur und lässt nicht wirklich Assassinen-Dinger hier. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt zumindest noch den Schmied da draußen reparieren. Zumindest alles reparieren und dann kann ich ja Assassinen schon wieder wegschicken. Wenn euch mal die Missionen aufgefallen sind, wo große Sterne sind, dafür muss ich, glaube ich, etwas zahlen. Aber die geben, glaube ich, was zum Einkommen Roms dazu. Also geben nicht direkt Gold, aber auf längere Zeit. Zumindest war das so in Assassin's Creed Revelations so. Deshalb habe ich mich gewundert, warum ich auf einmal kein Geld mehr habe für die Mission. Und wir haben leider alle frommen Landschaftsbilder so. Hier drüben noch einmal. Guckst du mal. So, ich weiß, das ist immer doof, wenn man einen Borgia-Turm endlich gemacht hat, aber wenn man jetzt mal guckt, ich habe jetzt hier endlich alles befreit. Rom ist jetzt endlich 100% Kontrolle der Assassinen und von daher habe ich das Achievement schon mal für mich geholt. Schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Ach, laber nicht. Du hast doch gar keine Qualität. Nein, andere Seite. So, und dann müsste ich eigentlich noch genügend Geld haben für einen Doktor. Apropos Doktor, ich könnte mal meine Gesundheit hier erholen. So.
nur noch 3 Tunnel und dann haben wir das auch schon fertig. Ja, ich weiß. So. 1800 habe ich noch und theoretisch müsste ich jetzt von den Assassinen wieder was bekommen. Und wir sind auf 9000 jetzt schon pro 20 Minuten, eigentlich pro Folge. So, Pfeilhagel verfügbar, aber das hört sich an, wie wenn ich eigentlich Geld bekommen hätte. Ach, das ist doch schon wieder der Scheiß hier. Hat er eben was fallen lassen? So. Okay. So, einer ist auf jeden Fall verreckt. Und zwei sind dazu. Noch einen kann ich holen. Das ist aber ganz gut. Deshalb gebe ich euch jetzt mal Rüstung. Und dir Rüstung. Ach, dammit, wenn ich jetzt genug Geld hätte, hätte ich auf jeden Fall mir endlich die Dinger gekauft, damit ich Rauchbomben bekommen kann. Das müsste gehen allein. Venedig, ja, habe ich auf jeden Fall Level 1er da. Das passt. Barca, Level 3, komm, können wir einige hier losschicken. Level 4er zum Beispiel. Das ist das zum Beispiel. Achso, die sind nur extrem schwer und haben 20 Minuten Dauer. Aber das ist ja eh ziemlich wurscht. So, das geht auch. In Wien, wenn man jetzt mal guckt, das sind 4%. Damit, das kann ich noch nicht machen mit diesen Assassinen. Aber diese Mission zum Beispiel, da könnte ich jetzt den und den ansetzen. Und dann hätte ich fast alle 5er weg. Und die sind 17 Minuten fertig. Ist eigentlich ganz okay und das hier mache ich auch. So, einen Assassin tue ich mir natürlich immer wieder behalten. So, da wir noch nicht wirklich was gemacht haben in der Folge. Und ich es eigentlich vergessen kann, mit dem bisschen Geld was zu bekommen. Gucken wir mal, was in der Nähe ist. Weil ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache da so einen Rundgang. Da wäre zum Beispiel das Aquädukt und da wäre das Aquädukt. In der Regel kann ich gucken, ob ich das Aquädukt überhaupt mal reparieren könnte. Dann könnte ich nämlich auch diese Schätze und dann diesen Turm hier holen. Das mache ich nämlich auch. Ich weiß, das ist natürlich ein kleiner Filler, aber es muss eben auch irgendwann mal gemacht werden. Und ich sehe natürlich da vorne schon, wo das Ding repariert werden muss. Ich hoffe, 2400 reichen dafür. Das ist nämlich immer so eine Sache, wie viel das kostet. Hängt, glaube ich, immer davon ab, was man damit freischaltet. Wenn ich jetzt gucke, 2600. Nächstes Mal kommen wir sicher ins Geschäft. Ja, ich versuch's. Und da drüben dürfte eigentlich der Turm sein. Deshalb gucke ich jetzt direkt, dass ich da die Straße hochkomme. Damit ich da... Ja, und da ist auch gleichzeitig der Assassin, der letzte. Es gibt, glaube ich, auch irgendetwas, wenn man alle Assassinen auf Level Master Assassin hat. Master Assassin. Da, fast hätte es mich gekostet. Der wird hier irgendwo im Hinterhof verkloppt. Das wagst du nicht. Doch! Wage ich eindeutig. Da ist er! Oh, fuck. Mal schön alles in die Gegend rumgeworfen. Du mit dem Bart, dich raub ich aus. Und ich habe schon wieder einen Chick, oder? Eine Blonde! Hey! Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Nö. So, alle Assassinen rekrutiert. Schön. Und jetzt geht's nur noch... Ach, verdammt. Viel zu. Dahin will ich. So, rennen, kleine Assassinen. Rennen. Da kommt mein Pferd. Ah, ich weiß sogar... Ha. Ich weiß sogar, was für ein Turm das ist. Naja, machen wir ihn doch. Irgendwann muss ich eh da hoch. Das ist ziemlich wurscht, dann wann ich es mache, weil es ist nämlich jetzt das... wow. Das ohne Damage. Es ist nämlich das Colosseo. Da oben ist ein Aussichtsturm. Da muss ich gerade gucken, ob da... Nee. Ob da eine Fahne gewesen wäre. Natürlich, man kann hoch. Es gibt, glaube ich, sogar irgendeine Rennmission, damit man da hoch soll. Und alles machen soll. Und da ist sogar ein Cluster. Das wäre eigentlich ganz interessant. Aber ich hole jetzt zuerst den Schatz hier unten. Nein, eins nebendran. Da ist er. So, und dann wandern wir hoch, würde ich sagen.
Das ist hauptsächlich einfach nur ein paar Höhenmeter zurücklegen. Das macht man am besten irgendwo da vorne. Geht man es hier so rein, und dann kann man sich eigentlich schon einen schönen Weg suchen. Hoffe ich jetzt, weil ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht. Theoretisch müsste ich auch einfach da ran können, genau. So, hier ist dann wieder ein Schatz. Was bekommt man nochmal, wenn man alle Federn hat? Das bin ich gerade am Überlegen. Wo ist der Schatz? Dahinter. Der ist hier so zwischendrin, der ist ein bisschen versteckt. So. Das haben wir, ich hole jetzt nur den Aussichtsturm in der Folge. Dann habe ich es eigentlich schon. Auf jeden Fall genug Material jetzt schon gesammelt. Ich müsste mal unbedingt auf die Tiberinsel zurück und müsste einen Geschäftsauftrag fertig machen, weil irgendwann hat man genug. Jetzt nur die Frage, wo kommt man hier nochmal hoch? Achso. I can see it. Wer ist Messer Giraldi? Das habe ich bis heute nicht gerafft, wer das ist. Das haben sie, glaube ich, sogar schon im Zweier... Alter! Gesagt. So. Dann darüber, darüber und hoch. So. Jetzt ist die Frage, wo kommt man denn dann noch weiter hoch? Hä, rennt da einer rum? Er wird noch jemanden verletzen. Jo, ich werde keinen verletzen, außer mich selber. Das sieht aus, wie wenn es für mich wäre. I want to kill myself. And you have to watch. Oh, wow. Assassinen jetzt schon wieder zurück. Interessant. Wow, wow. Too much. Too much, Ezio. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Ich will einen Aussichtspunkt, deshalb. So. Jetzt gehen wir noch da vorne hoch. Ah, hier oben ist ein Schatz auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Und der ist da unten. So. Weil, ganz ehrlich, da müssen wir hier nimmer hochklettern. Dann haben wir das alles und sind fertig, weil das wäre jetzt doof. Ich weiß, da ist irgendwo eine Feder. Die habe ich auch gerade eben angezeigt bekommen, deshalb weiß ich das. Deshalb gucke ich, dass ich die vielleicht auch noch unter Umständen bekomme. Diese Tür da, die könnte mir helfen vielleicht. Nee. Dann sind es diese Kisten hier. So. Jetzt muss man eigentlich nur noch hier oben rumrennen, ohne runterzuspringen. Das habe ich nämlich auch schon öfters hinbekommen. Und glaubt mir, ihr seid tot, wenn er da runterfällt. So, wo ist der Aussichtspunkt? Da. Ah, so. Sehr gut. Es fehlen eh nicht mehr viel. Es sind, glaube ich, jetzt auch nur noch zwei Aussichtstürme. Und dann haben wir es auch schon wieder. Ja, seht ihr? Zwei Stück und hier irgendwo müsste die Feder sein. Da vorne. Gut. Dann, wenn ich die Feder habe, würde ich sagen, beende ich diese Episode. Hole dann offscreen natürlich nur noch diesen Schatz, wenn ich da runtergehe. Wäre jetzt cool, wenn man einen Fallschirm hätte, dann könnte ich nämlich da einfach runtersegeln. Aber naja. Wir haben auch 50% der Federn, das ist ganz angenehm. Und wir sehen uns in der nächsten Episode Assassin's Creed wieder.